So, moin Leute und willkommen zu meinem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute spiele ich zum ersten Mal tatsächlich Klett. Und das ist der Gameplay Monday. Der kommt zwar am Mittwoch, aber ich lasse, ich nenne ihn jetzt einfach Gameplay Monday. Nächste Woche kommt er dann wieder am Montag. Aber heute, weil ich ja in Berlin war, am Mittwoch. Gut, ich habe leider die Abstimmung nicht reingepackt in die Toplane-Meter, also bei der Toplane-Meter unter Video, das sage ich jetzt jedes Mal, wenn ich die Toplane-Meter mache. Da werde ich Voting posten, genau, so ein Strawpool oder sowas, wo dann Champion voten könnte. Aber ich habe mir gedacht, ja, ist ganz gut, wenn ich jetzt Klett spiele, denke ich mal. Den habe ich noch nicht gespielt. Und ja, ich weiß nicht so, wie er ist. Ich spiele jetzt gegen Echo. Ich glaube, gegen Echo ist er nicht so gut. Also, verzeiht mir, wenn ich ein bisschen infeede. Aber ich versuche mein Bestes. Gut, ich weiß, dass Klett in Early Levels halt mit Q nicht so viel Damage macht. Das hat man auch gerade eben gemerkt. Ich habe irgendwie 25 Damage oder sowas gemacht. Also, die Q ist halt Level 1 mega useless. Gut, dass es halt die meisten noch nicht wissen. Ja, der Trade war nicht so schlecht eigentlich. Das Problem ist halt, er hat viel mehr Pots als ich. Versucht den kleinen Minne da hinten mit der Kuh zu... Wow, Alter, ich mache wirklich gar keinen Damage. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich skillen soll. Also Kindred wird wahrscheinlich nicht Level 3 ganken, weil ihre Passive Botlane ist. Trotzdem skill ich jetzt mal die E. Oh, er hätte die fast nicht bekommen. Ah genau, Rune Masteries und sowas findet ihr. Also Rune Masteries und mein Bild seht ihr eben im Game, aber seht ihr einfach in der Beschreibung, würde ich mal sagen. Genau, Early Game, denke ich mal, muss ich ein bisschen Passive spielen. Ich denke, Echo könnte hier viel aggressiver spielen. Und ich muss ein bisschen mit meiner W rumspielen. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie die Mechanik läuft, aber ich glaube, dass wenn ich den ersten Auto-Attack mache, dann... habe ich irgendwie 4 oder 5 Sekunden oder sowas, 4 Sekunden Zeit, um meine 4 Autotags durchzubringen. Ich bin mir nicht sicher, ob das sich verlängert, aber theoretisch sollten, also wenn man gegen einen Klett spielt, sollte man... Kindred ist eindeutig Botlane, weil sie hat ja das Ding genommen. Naja, pusht eh, die müssen Botlane aufpassen, die kommen wahrscheinlich von Tribush. Ich werde auch sehr, sehr viel, also Offensive Items bilden. Ich werde, glaube ich, First Item... Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, ich gehe einfach First Item Tiermat und dann gehe ich Black Lever. Also so ungefähr wie Fiora, aber ich gehe dann Titanic. Also nicht, ups, Ravenous. Ist eigentlich ganz gut, dass er so slow pusht. Okay, Kindred ist Midlane, ich hoffe... Mitteln ist fein. Das könnte ich echt schon mal für einen Trade gehen. Nice. Okay, das war ein guter Trade. Der Echo spielt nicht so gut. Ich glaube, der Main nicht Toplane. Ich glaube, ich potte jetzt hier einfach und. Warte mal. Okay, ich glaube, ein Flash-Auto-Attack hätte nicht gereicht. Ein Flash ist bei mir, denke ich, auch relativ wichtig. Deswegen save ich den lieber, weil ich bin noch nicht so sicher mit dem Champ. Aber ich glaube, ich hätte ihn irgendwie töten können. Ich glaube, wenn ich am Anfang geflasht hätte, hätte ich ihn bestimmt getötet. Okay, ich gehe jetzt hier raus. Ja, es kann gut sein, dass die da ist. Stimmt schon. Wow. Dark Seal und Longsword. Das ist interessant. Wow, nice Setbox. Ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich kann nicht direkt auf die Minizipen, weil ich nicht weiß, wo die Kindred ist. Ich gehe lieber safe. Ich gehe lieber safe. Naja, so safe ist es auch nicht. Ich habe jetzt kein Pink Ward. Ich denke mal, okay, Kindred ist Botlane. Ich hätte jetzt theoretisch dahin tippen können. Oder auch... Also mein TP sollte ich hier nicht sichern, weil ich muss die Waves so schnell wie möglich auspushen. Und jetzt kann ich sie auspushen, weil ich weiß, dass Kindred nicht da ist. Ich denke mal, so ist das Traden ganz gut, wenn man
drei Auto-Attacks auf die Mendes macht und dann den vierten auf den Gegner. Ah, shit. Die Ulti ist ganz gut, glaube ich. Ich bin gar nicht sicher, ob meine Attacks dann tatsächlich Bonus-Damage machen oder nur der vierte. Ich glaube, ich bekomme nur Attack-Speed und ich mache keinen Bonus-Damage. Der ist mega squishy, holy shit. Er ist Level 6. So, mein vierter macht, ich glaube, Percentage Health Damage oder sowas. Puh, wenn ich wüsste, wie die Ulti funktioniert, das wäre natürlich gut. Wenn er jetzt für CS Creed oder sowas, kann ich ihn, glaube ich, einfach roll-in. Ich weiß nicht, wie die Ulti funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, wie die Cast-Animation und sowas. Oh fuck, funktioniert. Was ich weiß, ist, dass ich gleich gegankt werde von der Kindred. Und die Wave steht halt mega komisch gerade eben. lol. ja, ich bin RIP. Ah! Das war dumm! Syndra, Ult, Ignite. Die Wave stand so komisch, aber ich glaube, ich hätte einfach back gehen können. Ich glaube, die pusht jetzt eh automatisch zu mir rein, oder? Ja, tatsächlich. Okay, das war ein Fehler von mir. Ich hätte einfach sofort back gehen sollen. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Der Echo hat ja keinen Assist bekommen. Das heißt, ich bin sehr, sehr ahead of the top lane. Vielleicht kann ich Midlane roamen. Das Problem ist halt, man... Oh, fuck. Oh, der ist RIP. Ah, das ist echt schade. Das haben die extra gemacht, glaube ich. Upsi. Ich habe gedacht, der Twitch kommt auch. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Mann, 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 Mann. Bin ich jetzt der Jungler oder was? So, ich warte auf alle Fälle erstmal auf seine. Fuck. Okay. Das war jetzt nicht schlecht. Echo Flash ist 4 Minuten. Ich meine, wenn wir seine Ulti forcen oder so, dann ist er eh tot, weil dann springt er ja zu uns zurück. Ich versuche jetzt natürlich die Wave rein zu pushen. Mein Max, by the way, W als zweites. Und mein Team feedet ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen schade. Er TP'd, okay. Ich kann jetzt, glaube ich, einfach backgehen und zur Lane laufen. Ich kann natürlich auch gegen ihn fighten. Okay, er weiß, glaube ich, dass ich stärker bin. Wieso soll... Also, bildet bitte nicht Phage als erstes. Bei Echo. Das ist ja mega dumm. Und das war auch nichts, oder? Heilige Scheiße. Ich mache übel Damage so. Und ich bekomme jetzt übel viel HP zurück, wenn ich den, hab... Ah, der kann mich aber leicht töten, denke ich. Ich glaube, ich sollte hier jetzt einfach backgehen und TP'en. Ach, Botlane. Turret ist down. Ich hoffe, sie kriegen den Gegner töten. Nein, der ist full AP. Schade, schade. So, ich hole jetzt auf alle Fälle diesen Pink Ward und TP jetzt. Ist meine Q gerade irgendwie disappeared oder sowas? Oder wo ist die hin? Nein. Ich glaube, die swappen jetzt, gell? Oder? Ich meine, das ist ein Echo-TP. Wieso sollte Echo jetzt Toplane-TPen, wenn die swappen wollen? Okay, doch kein Swap. Ah, die pushen Midlane. Naja, mein Pink bringt mir... Oder... Ja doch, die Map ist recht weit offen, also bringt mein Pink mir schon relativ viel. Ich bin mir ja nicht sicher, wo der im Botlane ist.
Ich will jetzt eigentlich, dass der Echo zu mir reinpusht. Okay, die Botlane ist Botlane. Die hätten theoretisch einfach swappen sollen, weil der Echo hat eh nicht so, also so eine gute Zeit gegen mich. Deswegen wäre das ganz sinnvoll gewesen, wenn die swappen. Ich glaube, ich hätte den Pinkwort contesten sollen. Ha. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob meine Ulti so instant ist. Ich glaube nämlich nicht. Oh, Midlane. YOLO. Nein! Wow, Alter, Lucian ist so gefeedet. Was ist da los? Holy shit, Alter, macht der Damage, Mann. Vieles Batman. Ich hab grad gedacht, irgendjemand ist bei meiner Tür reingekommen. Shit, Alter. Ja, Botlane ist echt schon hart am Verlieren. Und ich glaube, der Lucian ist sogar Offroll. Ach, Menno. Und ich verliere meinen Top Tower. Nee, verliere ich nicht. Ich mute jetzt einfach den Chat, weil der regt mich gerade ein bisschen auf. Weil die irgendwas diskutieren, dass Botlane gefeedelt hat oder sowas. Wir können das eh noch gewinnen, finde ich. Das einzige Problem ist halt, ich meine, die haben mega viel Midgame. Und wir haben halt mega Late Game mit Twitch und Klett. Also ich denke mal, dass Klett ein Late Game Champion ist. Also von was ich jetzt gesehen habe, denke ich jetzt mal, dass er ein Late Game Champion ist. Nein. Wow, Alter. Mir fehlt irgendwie ein Damage oder sowas, um die Minions lasten zu können. Ich spiele eh gerade irgendwie nicht so schlecht. Ich muss den halt, den Champ ein bisschen lernen erstmal. Das einzige Problem ist halt, also ich komme mit dem eh gerade gut klar, finde ich. Nur das Problem ist halt, ich bin mir nicht sicher, wie die Ulti, also das Ulti-Casten funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob man dann instant auf das nächste Target springt. Also, ob man vielleicht das irgendwie als Auto-Attack-Reset oder sowas benutzen kann oder sowas. Oder Ability. Ist ja, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie das so funktioniert. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Jhin 1-4. Nicht so gut. Wann ist denn der Rap-Effekt? Der hat den vor allem erst bekommen. Holy shit, Alter. Das ist schon krass. Ich habe halt keine Ulti, das ist das Problem. Wir haben halt keinen CC. Das ist halt mega traurig. Und die splitten Botlane und Midlane jetzt und wo kommt dann alles? Holy fucking shit. Ja, ja. Midlane Tower down. Twitch wird gewonnen, hättet von dem Lucian. Das hat echt krass ausgesehen. Ich hoffe, ich bin in Range. Nee. Okay, die Tron Ulti war useless. Meine Ulti war aber auch useless. Also ein bisschen. Ah, okay. Ha, ich kann das Back in den Black lieber holen. Ich hoffe, mein Team gibt nicht auf. Aber das Game sieht schon echt over aus. Nice. Ich versuche jetzt einfach meine Items zu farmen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Also W-Max nach Q-Max. Q ist ganz gut zum Wave-Clean eigentlich. Krieg ich den? Nein, nein, nein. Also ich, wow, da ist ja noch voll AP.
Das Problem ist halt, ich kann nicht wirklich irgendwas risky jetzt machen. Das ist halt mega risky, was ich gerade mache. Das sollte ich normalerweise nicht machen. Aber ich habe Vision von Lucian. Das reicht. Twitch ist halt mega squishy, so. Ah. Und RIP. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Er hätte theoretisch early mal Toplane ganken können. Vielleicht hätte er dadurch snowballen können, aber ich verstehe generell nicht, was er gemacht hat. Oh mein Gott, und Kindred ist auch noch so broken. So gefeedet. Ich glaube, Cheese Cheese ist sogar der Jungler von UL, also der Moon, oder wie er heißt. Okay, ich bin safe. Ich kann ja vielleicht irgendwie schauen, dass ich Skull zurückbekomme. Dafür müsste ich aber Gegner mit meiner Q treffen. Das ist halt ein bisschen spiel. Was macht denn der? Also ich glaube, ich habe keine E, wenn ich Klett bin. Und ich bekomme, glaube ich, nur durch CS und durch Gegnerangreifer Wut zurück. Dann versuche ich jetzt mal ein bisschen zu CS. Ich hätte, also ich könnte theoretisch natürlich auch back gehen. Ich bin gar nicht sicher, wie schnell ich dann tatsächlich den Skull zurückbekomme, wenn ich Gegner mit meiner Ding treffe. Ich blende den Chat mal aus. Das kann ich dann später beantworten. Lul. So, jetzt habe ich den bald wieder. Ich glaube, man, also man bekommt es nicht zurück. Ich gehe einfach back. Ich habe 2000 Gold. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, Twitch feedet jetzt ein bisschen. Midlane feedet, Botlane feedet. Never lucky. Aber ich bin noch zuversichtlich. Ich gehe einfach full damage so. Vielleicht kann ich das ja irgendwie carryen. Vielleicht, wenn ich Lucian oder sowas one hätte. Ich kann meinen Damage ja auch nicht so einschätzen. Ich glaube, wenigstens jetzt bin ich halt wesentlich schneller. Das heißt, ich kann auch mal Long Range Ultim jetzt machen. Ich ulte jetzt mal dahin. Holy shit, mache ich Damage. Also ich kann sogar tatsächlich noch danach auf die Leiche springen. Das ist interessant. Also, das ist eine mega geile Mechanik. Warte mal, ich kann nicht über Wände springen. The fuck? Wow. Kann man mit der Q über Wände springen? Also mit der Klett Q? Also, weil ich bin ja gerade auf Skull. Und das ist ja die Skull Q. Ich denke schon, oder? Ich glaube, man kann nur nicht mit der da über Wände springen. Cannot cross walls, okay. Es wird schwierig, weil Twitch ist halt mega behind. Er ist halt Jungle und. Oh Mann! Warum? Warum geht man da überhaupt rein? So, das bringt irgendwie uns gar nicht. Wir wollen. Oh, da ist ein TP. Also das Einzige, was wir gerade eben machen wollen, ist eh nur stallen und. Oh. Okay. Das war jetzt nicht so bad. Also ich drücke auf alle Fälle nein hier. Ich denke, dass wir das noch gewinnen können. Die hat keine Ultimate. Wow. Die macht halt mega viel Damage. Mega gefeedet. Oh well. Ich weiß gar nicht, wie gut Kindred da eigentlich zur Zeit ist. Ich meine, ich denke, für Solo Queue ist sie immer noch sehr, sehr stark. Ist der Twitch-Rip? Ja.
habe wieder viel Gold. Ich hole mir... Ich hole mir, glaube ich, einfach im Airboots anstatt Damage. Puh, die könnten theoretisch einfach easy Baron machen, so. Hat die haben halt Kindred, so. Fuck, man. Ich habe Ulti. Come with me. Die machen Nash. Shit. What the fuck war das? So. Nein. Lol. Man kann nicht über Wände springen. Fuck. Na okay, das war nicht so bad für uns jetzt. Warum kann man nicht über Wände springen? Das finde ich übel komisch. Ich gehe Toplane farmen, oder? Ja. Ist nice, dass wir jetzt 3 Lanes zum Farmen haben und die nicht benutzen können, um irgendwas zu pushen. Wir suchen, also, wenn wir jetzt alles rauspushen und nicht gecallt werden, dann müssen die erstmal wieder jede einzelne Wave preparen, dass sie halt irgendwas siegen können. Die haben halt Baron Recall, also muss ich eventuell ein bisschen aufpassen, das ist halt mega greedy, was ich mache. Ich sollte hier nicht sein. Ah, okay, die machen Dragon. Das ist natürlich nice. Also, dass ich nicht sterbe, ist nice. Das Dragon bekommen nicht so. Naja, 2 Ocean Dragons ist jetzt nicht so schlimm. Bringt denen im Fight nicht so viel. Das ist natürlich bad. Das ist genau das, was ich gemeint habe mit Caught werden. Ich meine, wir haben ja gewusst, dass die Dragon machen. Und ich verstehe jetzt irgendwie überhaupt nicht, wie die Caught worden sind. Feels bad, man. Ich glaube, jetzt bin ich sogar mit irgendwie einer Q oder mit 2 Qs oder sowas wieder auf Skal drauf. Das ist halt mega cool. Ich könnte theoretisch engagen. Twitch ist jetzt wieder da. Ich muss halt ein bisschen Mitte deffen. Und ja, ich komme über Wände, okay. Und ich muss jetzt back gehen. Och, Menno. Mann, das hätten wir so leicht gewinnen können. Naja, wir können das, glaube ich, sogar echt noch gewinnen. Shit. Wow, das ist mega greedy so, was sie jetzt machen. Wir können da fighten. Ich habe halt keine Ulti. Was haben wir denn eh für einen Cooldown? 11 Sekunden. Kann nicht über Wände springen. Gen Ulti haben wir bald, oder? Leider kein Assist bekommen, ist nicht schlimm. Titanic in 100 Gold, okay. Trollt halt ein bisschen, denke ich mal. Tiermann. Für den Assist. Okay. Der Champ ist halt übel kompliziert, so. Man kann so den Damage halt jetzt noch nicht so einschätzen. Vor allem, weil ich ihn halt zum ersten Mal spiele. Ich habe ihn halt vorhin in dem Custom Game noch gespielt. Aber so zum ersten Mal im Ranked. Damage ist halt... Also, ich kann überhaupt noch nicht einschätzen, wie gut der ist.
Ich hatte eine relativ free Lane, weil ich ja gegen einen Off-Roll-Echo gespielt habe, denke ich mal. Ich glaube. Oder ist Off-Roll? Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Team? Ich kann nicht über Wände! Nein! Das tiltet mich ein bisschen. Okay, das war nice. So, dann gehe ich mal back. Push mein Botlane raus, oder? Oder? Oh. Ja, das war ein bisschen greedy, mein Boy. Holy shit, Alter. Der Champ macht so viel Spaß, Mann. Ich muss back gehen. Oder können wir die... Nein, nein, nein. Don't. Seht ihr es nicht? Ich sehe auch nicht, was ich schreibe, aber ich schreibe jetzt einfach mal die ganze Zeit don't. Ich muss tatsächlich nachschauen, was ich bilden muss, Alter. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Was war das nochmal? Das habe ich sogar gestern in meinem Video gesagt, was man bildet. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Da muss ich jetzt mal nachschauen, Alter. Übel peinlich. Selbst ich muss mein Bild nachschauen. Ich meine, das ist ein neuer Champion, weißt? Also... Black Cleaver, Titanic, ah, Demon's Plate. Aber die machen viel Magic Damage. Und 10% Cooldown Reduction fehlen mir auch noch. Ich glaube, ich build tatsächlich Spectre's Cowl und gehe dann für ein Demon's Plate danach. Das hört sich doch gut an. Meine Ulti hat tatsächlich einen sehr, sehr hohen Cooldown. Baron spawnt in 40 Sekunden. Ich denke auf alle Fälle, dass wir das noch gewinnen können. Ich meine... Echo's Uses, Kindles scale nicht gut, Lucian ist nicht Main AD Carry, das heißt sein Positioning ist manchmal schlecht und der Twitch ist am Entfeeden. Fields Batman und das war wohl, also das ist wohl Nash. Haben wir ja. Fuck. Nein, ich hab gedacht, ich töte alle. Fuck. Die hätten mir aber auch nicht mehr helfen können später, oder? Die haben halt mega viel Armor. So, das Frozen Heart hat mich schon ein bisschen getiltet, da. Ich habe aber echt viel Damage gemacht, so. Resistenzen sind immer gut auf Klett. Deswegen bilde ich jetzt mal die Resistenz vor dem Giants Belt. Gut, dass keine Infernal Dragon spawnen. Es kann halt sein, dass die jetzt Nash machen, weil ich halt RIP bin, aber ich habe halt TP ab. Das ping ich jetzt einfach mal schnell in den Chat. Ich kann den Chat hier wieder hochtun. Ich lese die Nachricht einfach später. Ich sollte mal in meinen Status schreiben, dass ich aufnehme. Feels Batman, Alter. Oh. Nee. Das bringt uns gar nichts. Boah, ich habe gedacht, ich kill in dem Teamfight alle zusammen, Alter. Also ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Damage gemacht. Ich habe jetzt Ulti auch wieder ab und TP sogar. Wir haben halt noch keinen einzigen Turret. Wow. Dass wir das Game schon so herausgezögert haben, ist schon echt krass. Go! Go! Zu Forst? Denke ich mal. Oder? Ja, zu Forst. Nein! Die können aber nicht enden, oder? Okay, das war echt nicht so gut.
Die können zwar Inips holen. Ich drücke Nein. Ich habe halt gedacht, ich kann reingehen, weil Echo Botlane war. Die Death Timer sind noch nicht mal so lang. Vielleicht kann ich ja sogar den zweiten Inip deffen, weil Syndra ist mega spät und Kindred auch. Und ich bin 14 Sekunden ab. Und ich habe halt viel, übel viel HP. Ich sollte... Also, ich glaube, meine Teammates verstehen noch nicht, dass sie übel viel Movement Speed bekommen, wenn sie in meiner Ulti sind. Und ich habe irgendwie gedacht, dass ich GA habe oder sowas, Alter. Die macht halt, die Kindred macht halt übel viel prozentual Damage, deswegen ist klärt halt nicht so ein schlauer Pick gegen die. Also ich hoffe mal, meine Teammates surrender nicht. Man kriegt, glaube ich, nur den zweiten Jump, wenn, wenn man einen Champion E, wenn ich das richtig sage. Ich denke schon. Schade, dass ich den Back nicht bekommen habe. Ich habe meine Q halt ein bisschen gewastet. Die Q kann ich während meiner E anmachen. Ich habe halt noch nicht so viele Resistenzen. Das ist halt jetzt ein Problem. Wir sollten fighten. Fight. Go. Oder Twitch wird einfach caught. Das geht natürlich auch. Da kommt jetzt wahrscheinlich jemand. Ja. Ja, das Game Over, leider. Ich habe keine Ahnung, wie Twitch da caught worden ist. Oh, Mann. Schade, schade, schade. Enden können die auf alle Fälle, oder? Ich versuche halt jetzt noch irgendwas zu machen. Aber es ist halt ein 1 gegen 5. Ist ein bisschen unmöglich. Ja, schade. Naja, dann war es das für die Episode Gameplay Monday. Ich hoffe, euch hat das Game gefallen. Und ja, wenn euch die Serie gefällt, lasst ein Like da oder einen Kommentar. Und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.